Was geht ab, meine Freunde? Answer Video und heute haben wir ein 10 Millionen Coins SBB. Ihr kennt die Coins SBB schon vom letzten Jahr. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Im heutigen SBB bauen wir beide ein 5 Millionen Team und das ergibt dann 10 Millionen. Und als Gast bei diesem SBB, ihr wisst wer, Danny, was geht ab, Bro? Hey, was geht ab, Leute? Prunes ist auch am Start. Wird wild. Erst recht, weil die Starspieler gar nicht teuer sind. Ihr seht es gerade. Wir haben beide Starspieler, die so 100k kosten. Das heißt, alle anderen Spieler zusammen müssen nochmal ungefähr 5 Millionen mindestens bringen. Ja, da kommen noch richtige Maschinen gleich ins Team. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir die Teams aussehen werden. Ich habe es einmal gegen Danny gespielt, der hat mich auseinandergenommen. Deswegen, Jungs, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Es fehlen nur mehr 2000 Abonnenten für die 50k. Supportet rein. Für dieses Video werden auf jeden Fall die 1500 Likes richtig brutal. Supportet rein, nicht mehr lange vor 50k. Und ohne viel zu reden, gehen wir direkt rein. Ich halte direkt rein mein Board. Ich mache es so mit dem Handy. Ist drin. Ja, ich muss sagen, ich nehme erstmal einen Link mit. Ich bringe noch gar nicht so viele Coins. Erstmal auf rechts außen Di Maria. Oh mein Gott. Mit seiner Room-to-Knockout-Karte. Nein. Und auf links. Auf links kommt meine Hero-Karte. Das ist Cure. Kostet 300k bis 400k. Der ist nicht verkehrt. Oh ja, ich habe den Billy und Rashford. Ich dachte, du wirst auf ein paar Meterkarten gehen. Also du kannst auch auf jeden Fall beide behalten. Okay, bei dir. Mal schauen, wie viele Coins du jetzt ranholst mit denen. Ich habe auch zwei Namen. Im Sturm gehe ich dann direkt auf meine 3 Millionen Münzen. Hab da Mbappé. Und im rechten Mittelfeld nehme ich diesen Hyperlink mit und hab den Billy. Ja, mach direkt so. Ich habe schon teure, ne? Haaland und Salah. Aber schon noch mal teurer, als ich gedacht hätte. Okay, crazy. Du bist ja FIFA Ultimate Team verbessern, dann check auf FIFA unbedingt MWXP ab. Findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code ANZAL für 5% Rabatt. Also wir dürfen auf jeden Fall beide behalten. Jungs, wir gehen zu den nächsten Positionen. Die nächsten Positionen, es wird Zeit, den ersten Spieler zu treffen. Es könnte passieren. Bei einer Karte könnte es ehrlich passieren. Bin gespannt. Also ich habe MLS, ich habe portugiesische Liga und die Hero deutet ja ein bisschen Premier League an, aber es geht doch nochmal woanders hin. Nämlich in die spanische Frauenliga mit Puteas und mit ihrem Perfect Link. Eine, die hat ja mehrere. Patri Guijaro. Nice. Und die haben auch direkt volle Chemie, weil meine Icon jetzt auch kommt. Und da muss richtig auf. Ich sag die ganze Zeit Guijaro, Alter. Kann aus. Ich hab gar keine Ahnung. Noch nie. Auf jeden Fall kommt meine Icon Ronaldinho. Nein. Aber MLS hast du jetzt nicht, ne? Nee, gar nicht. Ich habe ZOM Acosta, Argentinien, MLS, hätte gut gepasst. Da habe ich Bellingham aufgeschrieben und Enzo Fernandes. Das heißt, du kannst auch alle drei behalten. Dieser Ronaldinho, ne? Was, der geisteskrank. Auf den bin ich gar nicht gekommen, aber ja, Freunde, Danny, bitte triff nichts. Der ist nice, der bringt viele Münzen. Das Einzige, was nervt, ist halt, dass gerade diese Trickster-Plus-Eigenschaft von den Spielern weggemacht wurde. Weil ich eigentlich mehrere gehabt hätte jetzt. Aber da kann man nichts ändern. So, ich habe Tafel drin. Okay, ich fange linker Mittelfeld an. Ich glaube nicht, dass du den so auf dem Radar hast. Sissoko, im linken ZM habe ich dann eine sehr geile Karte. Modric, die Road to the Knockouts-Karte. Und im rechten ZM habe ich dann Awa. Das ist auch so eine Road to the Knockouts-Karte. Ich war einfach sogar bei Real. Ich habe Bellingham, ich habe Bruno noch und Jungberg. Oh mein Gott. Modric. Geil, Alter. Also bis jetzt dürfen wir auf jeden Fall beide behalten. Ihr seht die Teams. Von den Coins her sind wir... Okay, passt eh nicht. Freunde, wir gehen zu den Außenverteidigern. Das heißt Halbfinale. Okay, ich bin all in gegangen. Meinen Außenverteidigern alles auf eine Kombi gesetzt. Wenn die hittet, ist super. Ich glaube, du bist auf Hakimi und Theo Hernandez gegangen. Aber Linksverteidiger habe ich dann trotzdem Theo Hernandez. Ich würde auch Karhaui nehmen. Bin auf Theo gegangen. Und Rechtsverteidiger Dodo. Road to the Knockout-Karte. Sieht ganz nice aus. Ja, Conference League, ne? Diese grüne. Genau, ja. Ja, die sieht ehrlich gut aus. Ich habe anders aufgeschrieben, als du dachtest. Aber, also, ich habe rechts Kalulu, links Theo. Nein. Nee, ich bin auf diesen Perfect Link gegangen. Nein. Bist du direkt in den Joker? Ja, nichts mit Hakimi, ey. Ja, ich benutze den Joker. Also, heute ehrlich schwer mit Wasser raten, deswegen direkt Joker benutzen. Was wir auf jeden Fall vergessen haben zu erwähnen, Jungs, einfach mindestens 31 Chemie. Bei Coins ist es jetzt ein bisschen einfacher. Okay, Freunde, dann halte ich mal rein und ja, ich hoffe auf einen. Einer wäre gut. Genau. Und Star muss ja nicht voll sein. Bei dir war der ja voll, aber einfach 31 so. Vor Leute diskutieren. Aber man kann ihn voll machen. Das könnte man jetzt mit Argentiniern machen, aber ich sag so, hier kommt kein Argentinier auf den Außenverteidigerposition. Ich hol weitere zwei Spieler vom FC Barcelona. Links Cancelo, rechts Koundé, Superspieler, zusammen 700k. Hab ich auseinandergenommen. Ich habe Alba und Molina. Molina, Argentinien, dann noch Link. Also wäre schon geil, aber ja. Die letzten drei, ich habe schon mal einen erraten. Ich sag ehrlich, damit bin ich nicht zu unzufrieden, aber können gerne noch welche dazukommen. Zack. Ja, ich bin echt
gespannt. Okay, ich weiß, ob du es bemerkt hast, aber mir fehlen noch ein bisschen Coins und ich kann noch eine Hero-Karte nehmen, deswegen gehe ich da auf Lucio. Dann nehme ich den realen Link noch mit und habe da Eder Militao und im Tor habe ich dann Navas. Ah, was für Navas. Ah, du hattest schon echt viele Coins. Ich wusste gar nicht, dass noch was fehlt. Dante, Eder Militao und Mainor. Egal, oh nein, trotzdem Junge, Digga. Die linke Seite ist immer ehrlich trash. Zwei Spieler getroffen. Ich hätte einfach Rüdiger nehmen sollen. Kann man nichts machen. Ich halte auf jeden Fall, komm rein. Die letzten drei Spieler, das Finale. Bitte eine mindestens. Jetzt halt die Frage. Ich glaube, Otamendi hast du safe aufgeschrieben für den Perfect Link Argentinien. Da hast du vielleicht noch die Hero-Karte aus der portugiesischen Liga aufgeschrieben. Und wenn du das getan hast, bist du genau an den beiden vorbeigerutscht, die es tatsächlich am Ende geworden sind. Einmal Reis von Sporting. Special Card Brasilianer. Dann haben wir noch Pepe auf Special Card. Und im Tor, dieser auf Nummer sicher, weil jetzt wirst du deinen Joker halt noch haben. Deswegen hoffe ich, dass ich den spielen kann. Von Benfica, ein Ukrainer. Da, Trubin. Trubin, aber rare. Also, also mit der Liga bin ich komplett richtig. Ich habe die portugiesische Liga. Ich habe Otamendi. Ich habe Diogo Costa im Tor. Aber ich habe Pepe und somit meinen letzten Snipe noch erwischt. Du kannst den Torhüter in die Verteidigung tun. Ah, schade war das. Ich war so knapp gerade durchzurutschen mit diesen Picks. Obwohl die Liga hatte es echt fast durchgerutscht. Und in der Liga gibt es gar nicht so viel Auswahl. Schade. Freunde, ihr seht die Teams. Ich glaube, wir können ins Spiel gehen und rein in den Bruch. So, wir sehen die Teams. Trupin. Ja, guck mal, der 77er Tor hat. Ehrlich mutig, ne? Okay. Ich bin gespannt. Ja, besser als gar kein Bronze. Torwart oder Bronze. Ja. Deswegen, ja. Auf geht's, Männer. Da ist noch Platz, wieso auch immer. Junge, Kühl. Was passiert hier? Kühl! Jawoll! Ah! Kühl! Ach, komm, Digga! Junge, ich hasse dieses Spiel so sehr! Testen wir einfach mal! Ja. Ich beende die Aufnahme direkt. Ach, Messi! Ich muss hier die falsche Seite, Digga. Ja, ich hab extra gewartet diesmal, weil du die ganze Zeit musst. Keeper rausholen. Hey, hey, hör mal auf! Hä? Was war was? Seit wann geht sowas? Digga, seit wann geht sowas? Udo. Du bist schnell. Du bist schnell. Mbappé ist der schlechteste Spiel, den ich mein Leben begegnet bin. Bist du deppert, Bro? Scheiße in der Partie. Rot, glaube ich. Nee. Okay. Weil er so schnell gepfiffen hat. Ich hab gar nicht. Jungs, das war's. Ich bin so schlecht geworden, geisteskrank. Easy X-Pässe kommen nicht an. Ich hab ja da hinten auch Bronze-Keeper, ne? Aber der holt die ganze Zeit jeden Ball von Mbappé. Als wäre das nicht. Oh mein Gott, ich kann Tore machen. Lücke. Krank. Wunderbarer Ball. Puteas. Puteas. Pute Elva. Digga. Ich kann das nicht mehr. Ich habe keine Worte mehr. Ich stelle das so von 18 plus. Ich mache meinen Brothers-Account, Alter. Wird der verschießt den? Sogar den verschießt der, Bro! Ey, das ist geisteskrank! Was? Nein, ich kann mir das Spiel nicht mehr geben, Bro! Ey, wie viele Chancen! Okay, ich war schlechter. Das Spiel ist sowieso verdient verloren. Aber wie viele Chancen! Ich kann das nicht mehr. Ja, Freunde, ich stelle um. Wir sehen uns beim Discount. Okay, Freunde, ich hab umgestellt. Ich hab keine Ahnung. Ja, komm, kannst du loslegen. Wie viele waren jetzt? 5 oder was? 5, ja. War schon viele Stramme, ne? Wahrscheinlich so aufs Team verteilt. So ein bisschen. Mach dann einen Move. Ich sag direkt, und du weißt direkt, was abgeht. Nimm alle 5 Leute, die auf dem Feld sind und die links sind. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder. Hättest du rechts gesagt, rechts war Lucio, Mbappé, Modric, Dembélé, du hast getroffen Schuka Aiken, Dodo, 70, 80k, Sissoko, 80k, dann Awa und Bronze. Das heißt, du hast getroffen, sagen wir mal 100, was kostet Schuka? Du hast fast 300k getroffen, aber besser als Mbappé, Lucio. Dieses FIFA ehrlich bisschen Packlack, Freunde, ohne viel zu reden. Ich gehe zur SBC und wir sehen uns. Ey, Freunde, ihr wisst, was letztes FIFA alles diskutiert wurde bei mir. Ehrlich, sowas passiert echt bei 2% der Chancen. Ich hatte ehrlich Glück, trotzdem ist es auf jeden Fall ein RIP, über 300.000 Münzen, vieles tradable. Ich gebe ab, die Karten sind weg.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und lasst ein Abo da. Wenn ihr mal wieder ein Coins SCB haben wollt, dann abonniert, liked. Die letzten Worte übergebe ich an Danny. Nee, was soll ich sagen? Das Match war absolut crazy. Also es war echt, also das Game Lore trifft sich jedes Mal wieder, was soll ich sagen? Die letzte Minute, ich werde mir das im Video, glaube ich, fünfmal nochmal angucken, wie das bei leeres Tor rübergelegt hat. So ein Typ springt noch rein und so, Digga, alles gesehen. Leute, hat für mich auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Ich hoffe, euch auch. Haut rein, ciao.